Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unserer diesjährigen Motorradreise. Sie führte uns durch Südfrankreich, die Pyrenäen, hin zum Atlantik und zurück über das Burgund in die Schweiz. Mit dabei sind meine Frau Nicole, mein Freund Herbert. Markus musste uns leider am zweiten Tag mit einer defekten Hinterradfederung verlassen. Viel Spaß und wenn euch das Video gefällt, freuen wir uns über einen Daumen von euch. Wir haben einen Pausetag hier gemacht, der hat sich völlig total gelohnt. Wir waren gestern noch unterwegs, sind die Schlucht abgefahren, hatte einen tollen Abend hier im Dorf und die Zeltplätze sind natürlich momentan ziemlich frei. Man hat 200-300 Quadratmeter das Zelt zu stellen. Das ist sensationell. Jetzt werden die Motorräder zusammengepackt. Wir sind wie immer etwas spät dran, weil dann unterhält man sich noch beim Frühstück und das muss seinen Platz haben. Das ist toll. Viel Spaß beim heutigen Tag, beim Folge. Und lasst ein Däumchen da, wenn euch der Film gefällt. Abonniert den Kanal, damit ihr die anderen nicht verpasst. Tschüss! Also ich muss schon sagen, das Verlassen von der Gorge de Verdon tut mir immer ein bisschen weh, aber man wird direkt belohnt durch diese blühenden Lavendelfelder, die wir über Kilometer hinweg genießen können. Auf der Nordkap-Tour vor 2 Jahren mit Valentina hatte ich ja ein wirklich großes Problem mit meinem Backenzahn. Aber dieses Mal macht mir was ganz anderes Sorgen. Die trockene Luft trocknet meine Augen aus und ich muss immer wieder Augentropfen einträufeln, damit ich überhaupt etwas sehe. Das Team, das dieses Mal unterwegs ist, Herbert, Nicole und ich, passt wirklich wunderbar zusammen und es zeigt, dass wir auch weiterhin sicher Touren zusammenfahren werden. Nicht nur das Zelten am Abend, sondern auch die Mittagspausen genießen wir. Hier, kurz vor dem Vercors am Straßenrand. Wir bauen unsere Stühle auf, wir unterhalten uns und wir lassen uns genügend Zeit. Der Vercors ist ein durch tiefe Täler begrenztes Gebirgsmassiv am äußersten Westen der französischen Alpen. Er hat eine Ausdehnung von etwa 30 bis 40 Kilometer und mehrere 2000er. Es ist ein wunderschönes Gebiet und für mich vor allem bekannt auch durch diese Straße, die wir nachher befahren werden, die Combe Laval. Mit der 600 Meter hoch in den Kalksteinfelsen geschlagenen Terrassenstraße Combe Laval erreichen wir den Höhepunkt des heutigen Tages. Die Combe Laval wurde 1898 eröffnet. Sie ist eine in den Kalkstein geschlagene Terrassenstraße, die 600 Meter über dem Talgrund ist. Sie ist unser heutiges Tageshighlight. Wir befahren die Straße zweimal in beide Richtungen, um sie zu genießen. Die Straße wurde ursprünglich zum Transport von Holz gebaut, ist aber sehr schnell zu einer touristischen Besonderheit geworden, was heute den Nachteil hat, dass zu bestimmten Zeiten im Jahr der Verkehr hier ziemlich stark ist. Noch
nochmal ein kurzer Stopp, die Route anschauen, wie wir das Gebirge verlassen wollen, und wir entscheiden uns, noch ein bisschen hier in der Höhe zu bleiben. Es geht weiter Richtung Campingplatz. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. Es geht gegen Abend zu. Wir sind in der Nähe von unserem Zeltplatz. Wir sind müde und freuen uns auf ein Bier, auf etwas zu essen und zu schlafen. It's been so cold since you have been gone, like I was told. Die Corona-Situation macht besondere Maßnahmen notwendig. So wird zum Beispiel auf diesem Zeltplatz die Temperatur von allen Neuankömmlingen gemessen. Vorher kann man nicht auf den Platz. Danach setzen wir uns hin, Bier, Pommes, ein Eis und gemütliches Zusammensein. Wenn euch der Film gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss! Like I was told.